Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht erschrecken, ich bin nur komplett ungeschminkt, nicht mal die getönte Tagescreme drauf. Denn war heute ein bisschen fraglich, ob ich überhaupt die Kamera in die Hände nehme oder nicht. Ich habe heute auch wirklich die Füße stillgehalten, wie Dirk es mir auch befohlen hat. Der will auch nicht unbedingt, dass ich ins Krankenhaus muss. Ja, weiß man nicht. Also momentan kann ich stehen und was machen. War heute nicht jedes Mal, also nicht den ganzen Tag so der Fall. Aber jetzt muss ich Abendessen machen. Also ich möchte Abendessen machen. Müssen tue ich nicht unbedingt. Die Family wird schon nicht verhungern. Aber ich habe Hackfleisch aufgetaut und mache damit jetzt was. Sowas ähnliches wie Maultaschen, also nicht Pelmeni, das ist mir zu viel Fummelkram. Ich mache die ein bisschen größer und so und deswegen machen wir jetzt erstmal den Teig. Der muss ein bisschen ruhen und während der Teig ruht, mache ich dann die Füllung fertig. Die Füllung wird Hackfleisch-Gemüse sein, also ein bisschen Gemüse und Hackfleisch und alles. Ja, und Teig ist ein ganz normaler Nudelteig. Und den mache ich jetzt einfach mal schnell, damit er ein bisschen liegen kann. So, die Bertha ist am Start. Wir haben hier jetzt den Knethaken. Den brauchen wir jetzt nämlich. Zwei Eier nehme ich. Dann, was habe ich hier jetzt an Wasser? Ja, Wasser ist optional, jeder wie er will. Ich habe hier so 350 Milliliter. Je nachdem, wie viel ihr macht, ne? Fängt von der Menge ab. Weniger oder mehr. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob ich jetzt den ganzen Teig nachher verbrauche oder ob zu wenig. Werden wir sehen. So, die zwei Eier, das Wasser, dann ein Schuss Öl. Ich sag's mal so zu 3-4 Esslöffel. Salz. Und dann Mehl. Mehr ist das nicht. Und Mehl kann ich euch überhaupt nicht sagen, wie viel, weil ja, das hängt davon ab, wie der Teig sich verhält. Ich mache das ja wieder mal frei Schnauze. Zack. Und verkneten. Das ist alles. Ich lasse das jetzt erstmal mit der Maschine kneten und dann gucke ich, ob ich noch mit der Hand ran muss. Ganz normaler, simpler Nudelteig. Ich dachte, es wäre jetzt zu viel Mehl, aber es ist noch nicht mal genug. Ich denke, fast ein Kilo oder ein Kilo doch an Mehl wird das sein. Und gut verkneten lassen. Also ihr müsst gucken, der Teig muss fest sein, damit man ihn gut ausrollen kann. Deswegen, ja, Mehl mal zwischendurch immer wieder nachkippen, wenn es notwendig ist. So ihr Lieben, ich muss jetzt ein bisschen mit der Hand nachhelfen, weil ja, ist einfacher. Man kann dann wirklich ein besseres Gefühl für den Teig. Aber so sieht das jetzt aus. Ich nehme mal an, es ist vielleicht sogar zu viel Teig geworden. Aber auf jeden Fall einmal einen festen Teig machen. Ich arbeite einfach nur jetzt diese ganzen Krümeln rein. Ja, der Teig ist gut. Ich werde ihn jetzt in die Frischhaltefolie eintüten und hier einfach mal liegen lassen. Der muss nicht in den Kühlschrank, der kann einfach hier ein bisschen ruhen. Was machst du? Während ich die Füllung vorbereite. So ihr Lieben, ich habe jetzt ein bisschen Gemüse hier vorbereitet und zwar zwei Zwiebeln. Einmal Solo-Knoblauch, eine ganze Paprika, eine Möhre, eine Möhre und eine kleine Peperoni. Also Stangensellerie habe ich auch ein Stückchen. Und das gebe ich alles zum Hackfleisch dazu. Ich habe hier, ich denke mal, halbes Kilo, vielleicht minimal mehr. Das reicht auch für die Maultaschen. Für Frikadellen wäre es vielleicht ein bisschen wenig für uns alle, aber für Maultaschen passt das. Ja, und das ganze Gemüse
also Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Jage ich jetzt einfach mal durch den Fleischwolf zu dem Fleisch dazu. Vorher ein bisschen schneiden, damit es auch tatsächlich durch diese Öffnung da oben passt. So groß ist sie nämlich nicht. Ja, und jetzt jage ich einfach alles hier durch. Und los geht's. So, alles ist durchgelassen. Jetzt nehmen wir einfach mal noch ein bisschen Gewürze, also auf jeden Fall Salz brauchen wir und Pfeffer. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen geräucherten Paprika dazu. So. Und vermischen das Ganze. Das ist jetzt die Füllung. Also das Essen ist heute tatsächlich von den Zutaten her sehr einfach. Ist nur ein bisschen Arbeit. Und Schmatterkram. Ich mache mal das mit der Hand am besten. Durch das ganze Gemüse wird das auch saftiger. Man könnte auch nur Zwiebel, aber ich dachte mir, ich mache auch ein bisschen gesundes Zeug mit rein. Ui. Ja, das ist jetzt die Füllung. Die ist fertig. So, so lange warten kann ich nicht. Der Teig könnte eigentlich noch ein bisschen länger ruhen. Aber ja, die Zeit drängt deswegen. Christian ist auch schon zu Hause und hat Hunger. Also machen wir das jetzt einfach mal. Und zwar muss der schöne Teig jetzt einfach nur ausgerollt werden. Und zwar so dünn wie nur möglich. Das ist jetzt ein bisschen Fitnesstraining. Aber immer die ganze Zeit gut drauf achten, dass vor allem auch drunter gut Mehl ist und obendrauf auch, damit nichts kleben bleibt. So. Ein Teil vom Teig wegpacken, damit das einfach klappt. Ich mache das jetzt kurz beiseite. Sonst habe ich keinen Platz hier. Ich hätte das auf einem großen Tisch machen sollen. Naja, egal. Machen wir das jetzt so. So, der Teig ist jetzt wirklich so 3 mm ungefähr dick ausgerollt. So, ausgerollt habe ich die ganze Geschichte jetzt. Und jetzt muss man die kleben halt. Ne? Also ich dachte mir, den Teil mache ich jetzt mal beiseite. Da kann man nachher was anderes machen. So leere Dinger. Und jetzt schneiden wir einfach mal so gerade, wirklich nach Möglichkeit gerade Dinger. Ne, so ungefähr von der Größe. Mal gucken, das werden dann jetzt so. Ja. Und dann, ja, ich überlege es mir gerade wirklich komplett selber jetzt. Ich habe keine Rezepte mehr angeguckt oder sowas. Haben wir hier unser Hackfleisch, die Masse. Geben, was davon ist, es wird zu viel vielleicht. Auf die eine Hälfte von dem Teigteil drauf und dann klappen wir das Ganze einfach zusammen. Ja, so habe ich mir das gerade so gedacht. Man kann natürlich, wer will, den Rand noch mit so einem hübschen Rädchen ein bisschen schöner machen. Ne, so zack, 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 zack. So. Hauptsache, ihr klebt das gut zu, damit es nicht rauskommt, ne? Die Füllung.
Und so mache ich das mit allen. Und diejenigen, die ich schon fertig habe, gebe ich jetzt einfach mal auf ein bemehltes Brettchen. Und gekocht wird das wie Nudeln. Ganz normal in Salzwasser wie Nudeln. Ja, ich mache das jetzt einfach weiter. Und dann gucken wir, wie viel da draus wird. Und jo, was wir alles, wie das nachher so schmecken muss es ja eigentlich. Habe ich jetzt vier Bretter mit den Maultaschen. Das ist das, wofür das Hackfleisch gereicht hat. Das nehme ich alle. Den restlichen Teig habe ich jetzt tatsächlich weggeschmissen. War aber nur ein bisschen noch übrig, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich hätte ja noch irgendwas anderes als Füllung nehmen können, aber ich kann nicht mehr stehen. Hier kocht das Wasser. Das ist ganz normal Salzwasser wie für Nudeln. Und da gebe ich jetzt einfach mal meine Maultaschen alle rein und koche sie wie Nudeln, halt ein paar Minuten, also wie Pelmeni. Wenn die oben schwimmen, danach noch so 5 Minuten und dann sind die Dinger fertig. Was sehr wichtig ist, ist, super wichtig ist, wenn man die jetzt reinschmeißt, vor allem am Anfang jetzt, kurz, ganz vorsichtig vom Boden die abheben, sonst bleiben sie backen und auch aneinander und das wollen wir ja nicht. Ne? Genau. Die sind groß und viele, aber das ist nicht so schlimm. Die schmecken gebraten am nächsten Tag, denke ich mal, wie Pelmeni oder Wareniki. Auch total lecker. Dieses hier werde ich, glaube ich, hinterher noch mal kochen, weil zu viel. Ich will nicht, dass der Topf zu voll ist. Obwohl, das sind ja nicht ganz so viele. Nee, die kleben sonst aneinander. Ich mache jetzt erstmal diese Ladung und dann den Rest. Mein Mann explodiert schon wieder. Ja. Genau, die Dinger kochen jetzt und als Soße eignet sich alles Mögliche. Ihr könnt, was ihr so gerne mögt, Schmand einfach nur dazu nehmen. Ich mache gleich die Schmandsoße, die ich immer auch zu Wareniki oder Pelmeni oder zu Faule Wareniki mache. Die muss ich aber euch, glaube ich, nicht zeigen. Das ist nur Butterschmand und Salz und Pfeffer. Genau, einfach nur Butter, Schmalz, Sand, Butter, Schmand. Salz und Pfeffer habe ich jetzt Wörter zusammengeschmissen wieder, dass man einfach aufkocht und dann ist die Soße fertig. Das haben nämlich die Kinder bestellt, deswegen mache ich das auch. Ich muss die einmal kurz noch rühren. Ja, die Kinder mögen diese Soße sehr gerne
Aber man kann alles Mögliche dazu nehmen. Lecho, Ketchup von mir aus. Also deswegen nur die Maultaschen wollte ich euch zeigen. Die Soße, die könnt ihr euch nehmen, welche ihr wollt. Einfach nur geschmolzene Butter drüber geben. Passt auch wunderbar. Ich zeige euch, wie die Dinger fertig aussehen nachher. So ihr Lieben, und das sind jetzt die fertigen Maultaschen. Ja, die zweite Ladung ist gerade in Arbeit und ich mache euch einfach mal eine auf. Und zeige nochmal, so schauen die aus. Die sehen lecker aus. Ja, das sind jetzt die Maultaschen. Und hier schleichen schon die Hungrigen durch die Gegend und wollen unbedingt was essen. Deswegen melde ich mich einfach mal später nach der Raubtierfütterung. Bis gleich. So ihr Lieben, die Raubtierfütterung ist abgeschlossen. Die haben jetzt alle gegessen, haben mit Hurra, oh, lecker und so, ne? Also kann ich nur empfehlen, auch wenn es ein bisschen Arbeit ist. Man kann sich vielleicht die Arbeit erleichtern, falls man diese Dinger zum so zusammenklappen. Die sehen dann zwar halb oval so, die Teile, ne? Wie so Halbmonde, aber ich habe es da jetzt per Hand gemacht. War wirklich sehr lecker, etwas scharf, dadurch, dass ich einen Peperoni drin hatte. Aber ja, super lecker. Wer mag, kann natürlich nachmachen und mir Bescheid sagen, wie es euch geschmeckt hat. Genau, ich wollte euch nur ein bisschen so auf den aktuellen Stand bringen, wie es uns so hier geht. Es wurde nämlich gefragt, ich glaube Gabi Rings hat mich gefragt, wie es Dirk geht, weil er so humpelt noch in den Videos, kann man sehen. Ja, der humpelt noch und das wird noch eine Zeit lang zu sehen sein. Er merkt das auch, aber zum Glück wird der Fuß nicht mehr so dick im Laufe des Tages, wie es noch jetzt, ich sag mal, vor einer Woche war. Kaum noch, aber die Ferse tut weh, ne? Weil ja, man muss sich vorstellen, die Sehne war gerissen, auch so die Lymphen und alles, ne? Hat er auch nicht so richtig funktioniert. 9 Wochen war er dann in diesem Schuhfest drinne und ja, die Ärzte haben auch gesagt, da wirst noch Monate was davon haben, auch so merken, ne, dass da was war und ihm auch humpeln. Aber es wird mit jedem Tag immer besser. Von daher bin ich jetzt gespannt, was am 30. so kommt. Da hat er ja seinen Termin beim Orthopäden und am 30. hat er noch Kieferchirurgentermin. Weil er hat ja jetzt, während er hier mit seinem Fuß im Gange war und dann auch noch den Arm operieren lassen hat, ne, und so, hat er auch Probleme mit dem Zahn gehabt. Der eine Zahn wurde rausgenommen, da war aber Kiefer entzündet und Schleimhäute und so weiter. Und es ist immer noch nicht alles in Ordnung. Ich bin gespannt, was da jetzt alles noch passiert, was noch kommt. Also ich sag's mal so, der Typi, der sammelt gerade alles, was es zu sammeln gibt, ne? Erledigt alles sozusagen in diesen Monaten, in denen er krank geschrieben ist. Aber es geht ihm soweit ganz gut. Bei mir, ja, ich sitze hier gerade so seit Sonntagabend ungefähr mit Schmerztabletten, funktioniert es einigermaßen. Gibt es Momente im Laufe des Tages, wo ich denke, okay, doch Tasche packen oder wenigstens zum Arzt erstmal, aber bis jetzt habe ich das irgendwie so erfolgreich von mir hergeschoben. Mal gucken, was jetzt die nächste Nacht bringt, wie es mir geht. Momentan nicht ganz so besonders, ich habe auch kaum was gegessen, weil ja, so gut geht es mir dann doch nicht. Ihr merkt das ja, ne? Ich sehe auch dementsprechend aus. Ist aber halt so, ne? Ich kenne das schon, es wird schon wieder. Was noch gerade? Mein Ältester hat sich aus Oldenburg gemeldet und hat mich erstmal gefragt, wo kriegt man ein Fieberthermometer zu kaufen? Er hat keinen. Und ja, dem geht's gerade auch nicht so gut. Hat sich aber selber getestet, negativ. Ja, jetzt ist er gerade da unterwegs
und guckt, ob er irgendwo noch ein Fieberthermometer findet. Ich habe ihm auch gesagt, er soll diese Nummer 11, keine Ahnung, 11.6, 11.7, keine Ahnung, wie die Nummer genau geht. Er weiß es aber. Anrufen, wenn er jetzt nichts findet, oder spätestens morgen früh zum Arzt. Also mal sehen, vielleicht ist er auch nur erkältet. Klingt auch nicht wirklich gut, gerade so am Telefon. Aber naja, ich kann da auch nichts machen, weil er ziemlich weit weg ist. Genau, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Alles ist nicht ganz so rosig, aber ja, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter, ne? Und ja, wir sind hart am Nehmen und schaffen das auch alles. Genau, und morgen habe ich noch Termin zum Physio. Mal gucken, wie das jetzt die nächsten Tage werden. So ist das. Was wollte ich denn noch alles sagen? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Der Große hat mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich versuche hier mit viel Trinken irgendwie durchzukommen. Achso, es wurde noch gefragt. Genau, das wollte ich noch erzählen. Wurde ja gefragt, ob man irgendwelche Medikamente kriegt oder ob man irgendwas machen kann, ernährungstechnisch oder wie auch immer. Bei mir, ne? Wegen Magen- und Bauchspeicheldrüse. Ja, so ist es jetzt der Stand. Ich habe ja seit 2017 immer wieder akute Anfälle. Jetzt hatte ich das tatsächlich seit letztes Jahr Februar, war ich nicht mehr im Krankenhaus, und da war ich ja wegen entzündeter Zysten. Und seit vorletzten Jahr November war ich nicht mehr wirklich so akut mit dem Krankenwagen und so weiter hier bei uns im Krankenhaus. Ich denke, die vermissen mich da schon. Ja, als ich das erste Mal im Krankenhaus war, da war es wirklich 3 Wochen lang, und das war wirklich ganz, ganz knappe Geschichte. Ich war auch auf der Intensivstation eine Zeit lang und so weiter und so fort. Und da gab es noch im Krankenhaus sowas wie, eben für solche Fälle wie mich, Ernährungsberatung. Da war eine Frau, eine junge Dame, extra bei mir im Zimmer dann zu mir reingekommen, mehrere Male, und hat mir dann, ja, versucht irgendwie zu erklären, was, wie, wieso und so weiter. Was hat sie mir damals gesagt? Ich soll aufpassen, was Fett angeht. Also am besten nichts Frittiertes, nichts scharf Gebratenes und so weiter. Und hat mir dann ein paar Rezepte gegeben. Aber als ich die Rezepte gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das kann aber auch nicht wirklich sein. Weil in fast jedem Rezept waren diese Maggi-Tüten oder auch, überwiegend Maggi. Ich glaube, das war irgendwie von Maggi, die ganzen Rezepte. Da habe ich auch nur gedacht, nö, also ist das nicht wirklich, weil in diesen Tüten ist doch auch einiges, wenn man das dann macht, an versteckten Fetten und alles. Und dann wurde ich ja nach Hamburg überwiesen in die Ambulanz. Und da habe ich die Ärztinnen, da waren 2 auf einmal bei mir, dann habe ich dann gefragt, worauf muss ich achten, was muss ich weglassen, was darf ich nicht. Und dann haben die mich angeguckt und meinten, ja, eigentlich dürfen sie alles essen, was sie wollen. Ja, das habe ich von Ärztinnen also bekommen. Sie dürfen alles essen, was sie wollen. Ich sage, wie jetzt? Mir wurde damals schon nach der Entfernung von Gallenblase gesagt, auf Fett achten, nicht zu viel und so. Und die sagen, ja, sie dürfen alles essen, was sie wollen. Da habe ich nur gedacht, okay, ich habe ja die Jahre jetzt doch schon vermehrt auf Fett geachtet, ne? Also ich versuche, so viel wie möglich wegzulassen. Man muss natürlich eine gewisse Menge an Fett zu sich nehmen, um, ich sag mal, ausgewogene Ernährung beizubehalten. Aber eben, ich habe nicht mal eine Fritteuse oder sowas, ne? Und Sahne und solche Sachen verwende ich auch selten, und wenn Öl oder so, dann auch nur ganz wenig. Von daher versuche ich da schon ein bisschen aufzupassen. Klar, wenn man akut gerade einen Anfall hat, sollte man noch mehr aufpassen, am besten dann Schonkost und so. Und ansonsten, ja, die erste Zeit nach dem Krankenhaus mache ich meistens dann viel Dampfgegartes für mich selber. Und ja, gekochtes
und wenig gebratenes, scharfes und solche Sachen. Das kenne ich aber alles auch schon von meinen Magenproblemen. Deswegen, ja, von ernährungstechnisch, also natürlich, in der Gemeinde haben mir viele gesagt, ja, das wäre vielleicht das Beste für dich, wenn du vegetarisch leben würdest. Von einigen kam dann, ja, du musst Veganerin werden. Nö. Ganz ehrlich, nein. Schon gar nicht vegan, also das mache ich nicht. Ich passe schon auf, ne? Und so, es gibt hier auch nicht täglich Fleisch. Oder wenn ich mal für die Familie was koche, dann esse ich das. Also wenn ich euch was zeige, heißt das lange nicht, dass ich wirklich auch alles davon selber gleich auch mitesse. Ich passe da schon auf, aber so wirklich behandeln kann man den Mist leider nicht, so was mir die Ärztinnen gesagt haben. Ich war ja jetzt mehrere Male schon im Laufe der Jahre auch in Hamburg. Jetzt war ich seit Januar nicht mehr da, nachdem sie mir da wieder gesagt haben, ja, tun kann man nichts. Schmerzmitteln und so weiter. Und vor allem sind sie sich mit den Ärzten hier in Uelzen nicht einig, woher das kommt. Die Ärzte hier nach dem Endosono meinten, das ist Autoimmun. Die anderen sagen, nein, kann gar nicht sein oder nicht eindeutig und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, also ich tue mir das jetzt nicht an und fahre nicht alle paar Monate nach Hamburg ins Krankenhaus, warte da erstmal stundenlang, habe einen ja ziemlich umständlichen, sage ich mal, Weg, weil ich erstmal mit dem Auto zum Bahnhof, dann mit dem Zug nach Hamburg. In Hamburg ist das dann auch dann U-Bahn und Bus und so weiter. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Die können eh nichts machen, nur einfach mal hinfahren, mir Blut abzapfen lassen und dann wieder anhören, ja, da kann man eh nichts machen. Das mache ich nicht. Also ich war jetzt deswegen tatsächlich schon seit Januar bei keinem Arzt mehr. Ja, geht's natürlich vielleicht nach hinten, kann ich mir gut vorstellen. Momentan geht es mir tatsächlich überhaupt nicht gut. Ich warte jetzt ab. Und ja, wir sehen, was noch kommt. Und ich melde mich auf jeden Fall bei euch, entweder jetzt morgen mit einem neuen Video oder ich schreibe euch in der Community, falls es dann doch jetzt stärker wird, die Schmerzen und alles. Ihr werdet schon auf dem Laufenden gehalten. Drückt die Daumen, dass es nicht zu schlimm wird. Und wenn, ich denke mal, so Krankenhaus kenne ich schon. Also. So schlimm ist es dann auch nicht, dann bin ich halt ein paar Tage weg. So sieht's aus. Genau, ihr Lieben. Ach so, noch eine Kleinigkeit wollte ich loswerden, aber ich glaube, das mache ich im nächsten Video oder doch nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich habe Freunde über Instagram und wir schreiben uns oder haben uns geschrieben eine ganze Zeit lang. Jeden Tag immer wieder, guten Morgen, wie geht's? Hab einen schönen Tag und so weiter. Oder wenn mal was Neues gab's. Und dann von einem Tag auf den anderen morgens noch geschrieben, wünsche dir einen schönen Tag und so. Ich dann zurück, ja, danke dir auch und so. Und dann seit fast einem Monat nichts mehr. Von gar keinem aus der Familie oder von diesem Bauernhof, mit dem ich da geschrieben habe, mit den Leuten, nichts mehr. Jahrelang, jetzt mehrere Jahre, tatsächlich 2 Jahre, glaube ich, haben wir uns täglich geschrieben mit ihr, mit den Kindern und so. Und jetzt seit 4 Wochen fast rein gar nichts mehr. Auch auf Instagram sind die nicht mehr zu sehen. Also ist nicht keiner von denen mehr online und ich mache mir so ganz langsam Sorgen. Also Nini, Elias, falls ihr unter einem anderen Namen oder wie auch immer dieses Video guckt. Bitte meldet euch wenigstens kurz bei mir. Sagt Bescheid, was los ist. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob da irgendwas bei euch passiert ist oder ob ihr einfach nur so auf einmal weg seid und weder mit mir noch sonst mit irgendwas zu tun haben wollt. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir wirklich wünschen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wenigstens Bescheid sagt, dass euch gut geht oder ob irgendwas los ist. So. Und jetzt beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.